Hallihallo, wieder mal als ein Archivtag zu Ende und wieder habe ich schmerzende Füße. Und ich habe vergessen, den Akku zu laden. Vielleicht sollte ich meinen Akku wechseln. So, so macht es sich besser mit vollem Akku. Also wenn ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, das ist ihm hier. Ja, also wie gesagt, ein Archivtag ist wieder zu Ende und ja, es war immer noch anstrengend. Ich bin fast im Stehen eingeschlafen. Und denn das? Ach du, nur wieder. Ja, also es war schon ermüdend, weil es dann noch so stickig ist und so. Was macht er? Alles anschmusen. Ja, und irgendwie ist die ganze Woche anscheinend nicht so meins. Ich soll gleich noch duschen gehen und den ganzen Staub und Schmutz und vom Archiv abspülen und überhaupt. Und den Schwitz, der den man dabei bekommt, also keine Ahnung. Ja. Also wie gesagt, es wird wahrscheinlich die nächsten Tage auch nicht unbedingt viel mehr passieren. Ich weiß nicht, irgendwie ist im Moment so alles. Aber muss es ja auch mal geben, nicht wahr? Mal gucken, ob ich heute dazu komme, ein bisschen mehr für meine To-Do-Liste zu machen. Das wäre natürlich schön. Ich gebe mir Mühe, auf jeden Fall. Sprechen kann ich aber nichts, ob es irgendwie interessant wird oder sowas, müssen wir dann sehen. Wenn ich plane ja solche Videos nicht, ne? Das ist ja einfach alles, was spontan passiert, was bei mir los ist. Und es ist halt auch nicht immer alles spannend. Es war ja am Anfang auch so, dass ich dachte so, oh, ist ja alles das Gleiche jeden Tag und Und jetzt halt jeden Tag im Moment die Woche einfach nur rumgammeln. Ja. Mehr oder weniger. Okay, mal gucken, was du noch ansteht. Wir haben jetzt 16.20 Uhr. Also, ja, ist schon ein bisschen später halt. Morgen stehen wir um 4 auf, wenn alles gut geht. Wenn nicht wieder was dazwischen kommt. Dann kann ich ja schon morgens ein bisschen filmen. Mal gucken. Und ich will morgen unbedingt die Kamera mitnehmen. Morgen ist Donnerstag. Und ich möchte morgen unbedingt die Kamera mitnehmen, weil, wie gesagt, durch den Park laufen und so. Dann könnte vielleicht ein bisschen interessanter werden. Mal gucken. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Da? Der ist unter der Box. Warte mal. Ja, jetzt ist er wieder draußen. Kater in der Box. Bäh, ganz nass der Igel. Was hat er damit gemacht? Das ist für langweilig. Ich bin gerade ein bisschen in Kindheitserinnerungen. Kennt ihr Regina Regenbogen? Und das gibt es sogar auf DVD. Eigentlich wollte ich dann Glücksbärchis gucken, aber ich finde da nur diesen einen Film. Okay, der war jetzt blöd. Der Glücksbärchi-Film. Und, was ist denn das andere? Habe ich nicht beide gehabt? Weil einer meiner zwei Kinder mit drauf. Es gab auch zwei Glücksbärchen-Filme, also so richtig Filme. Einmal den Glücksbärchen-Film und einmal den Glücksbärchen-Film, wo noch so Tiere, also andere Tiere vorkommen, so Löwe und so. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Weil ich glaube, dass ich zwei Filme hatte, die wir irgendwo auf dem Fernseher aufgenommen hatten oder so. Aber ich habe die halt nicht mehr bei VHS-Kassette und so. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich mag die. Und Regina Regenbogen ist auch toll. Ich hätte Regina als Plüsch. Also als Plüschpuppe und so einen kleinen Fummel hier, so ein, ich weiß nicht, wie die heißen, habe ich vergessen.
So einen kleinen Glücksdingensteil da. Keine Ahnung, so einen lila hatte ich auf jeden Fall gehabt. Ja, ich weiß aber nicht, wie die heißen. Ich keine Ahnung mehr. Da ist sie, die Regina. Ja, auf jeden Fall richtig toll, finde ich. Naja, und so weiter. Und da sind noch so viele andere als Serien. Mann. Ich sag euch dann mal gute Nacht. Ich weiß, das Video ist wahrscheinlich wieder nicht so lang geworden, weil nicht viel passiert ist. Aber ich packe jetzt auch schon die Kamera ein, damit ich sie morgen nicht vergesse. Denn ich möchte gerne unterwegs filmen. Es wird nicht lang sein und ich hoffe, dass meine Speicherkarte das aushält und nicht schon zu voll ist, aber eigentlich dürfte es nur nicht voll sein, weil die letzten Male ja kaum gefilmt wurde, weil ich habe noch von gestern drauf. Aber das wird schon klappen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich nur ganz bisschen filme, da wird bestimmt nicht so viel passieren, aber ich möchte einfach ein bisschen im Park filmen. So. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, wenn es schon, wenn es bei euch auch abends sein sollte, wenn ihr das guckt. Oder ansonsten halt einen guten Tag. Bis morgen, wenn ihr mögt. Bye, bye.